Kennst du auch das Problem, dass die Nachbarn gegen die Wände klopfen, deine Mutter schreit aus dem Wohnzimmer, die Polizei steht vor der Tür, Tontechniker generell hassen dich? Dann bleib dran, heute geht es nämlich darum, wie du einen Röhrenverstärker leiser machen kannst, ohne dafür den typisch geilen Röhrensound zu verlieren. Intro! Hallo und herzlich willkommen bei Gitarre lernen online, dein Musikkanal, der die Gitarre frisch und lebendig hält. Mein Name ist Alessandro Miller, schön, dass du wieder mit dabei bist. Röhrenamps, so wie der da, funktionieren mit Röhren, diesen sexy Dingern hier. Durch diese geht ein Signal durch und erst bei einer Übersättigung, also erst wenn genug Signal durch die Röhren durchgeht, kommt es zu einem natürlichen Overdrive. Röhrenamps entfalten also erst dann ihren einzigartigen Sound, wenn es zu dieser Übersättigung kommt. Bis zum Jahr 1975 gab es bei Verstärkern keinen wirklichen Lautstärkeregler, sondern nur eben einen Volume-Regler, der aber nicht die Gesamtlautstärke, sondern nur wie viel durch die Röhren durchging, regelte. Also ja, es machte auch die Amps lauter, es sorgte aber vor allem für diesen natürlichen, sehr dynamischen Overdrive. Also nicht wirklich nur ein einfacher Volume-Knopf. Erst ab 1975 kam bei Verstärkern dann ein Master-Volume-Knopf dazu, um die tatsächliche Gesamtlautstärke des Verstärkers zu regeln. Okay, aber was bedeutet das jetzt? Ja, ich komme zum Punkt. Es ist toll, dass es Master-Volume-Regler gibt, aber die haben ein Problem. Sie machen das Signal nämlich sehr matschig. Deswegen die Erfindung der Power Attenuator. Diese Wunderbox kann als wirklich effektiver Lautstärke-Knopf für deinen Röhrenamp gesehen werden. Also alle Regler können von mir aus auf deinem Verstärker auf 11 sein. Der Attenuator wandelt einen Teil des Signals der Lautstärke in Luft um und schickt nur so viel zur Box, wie du möchtest. Es ist also ein wirklich effektiver Gesamtlautstärkenregler. Kommen wir zum Vergleich. Ah, ich lieb's, wenn das funktioniert. Alle Regler am Amp sind halbwegs auf neutral eingestellt. Wir probieren das zuerst clean und dann ein bisschen angecrunched. Und wir sehen, was für ein riesen Soundunterschied ist. Wir haben den 50 Watt Marshall einmal auf 9 aufgedreht und probieren es jetzt mit Attenuator. Und jetzt mal ohne Attenuator, nur der Marshall. Attenuator ist ganz offen und den Marshall haben wir jetzt auf 2. Um auf dieselbe Lautstärke zu kommen. Jetzt mit ein bisschen am Drive. Marshall ist wieder auf 9, Attenuator ist auf 0,4. Gibt es übrigens hier unten in der Beschreibung. Wenn du sie über diesen Link kaufst, bekomme ich eine kleine Provision. Wäre sehr dankbar dafür. Dir entstehen absolut keine Mehrkosten. Ja, fett. Und was kann man damit jetzt noch machen? Genau, das wäre das nächste Thema gewesen. Du hast verschiedene Eingangswerte, also 4, 8 und 16 Ohm. Je nachdem, wie viel Verstärker-Output du hast. Das Coole ist, du könntest sogar die Box weglassen, weil du über den XLR-Ausgang sogar zu einem Mischpult oder zu einem Aufnahmegerät gehen kannst.
sowie auch über den Line-Ausgang zu einem Effektprozessor oder zu einer Endstufe. Wie siehst du das mit den Röhren-Amps? Was benutzt du für einen Verstärker? Schreib es mir doch gerne unten in den Kommentaren, es würde mich freuen, darüber zu lesen. Danke wieder fürs Dabeisein. Wenn dir das Video was gebracht hat und gefallen hat, gib mir doch bitte einen Like und abonniere auch meinen Kanal. Das würde mir sehr viel bedeuten. Danke auch an meine Patreons und Tippe-Unterstützer. Ihr seid die Geilsten. In diesem Sinne, habt eine fantastische Woche, viel Musik und wir sehen uns im nächsten Video. Cheers!